Heute bin ich hier mit Ayeti Nejat in der Moschee von Delves. Nejat ist Lehrer der islamischen Religion und er wohnt hier mit anderen Muslimen in Delves in Tirol. Lieber Nejat, ich sehe, du hast eine Kette in deiner Hand. Kannst du uns etwas dazu sagen? Ja, das ist eine Gebetskette, die anders auch Misbaha oder Taswih genannt wird und dient uns dazu, unsere Gebete, Lobpreise an Gott abzuzählen. Unser Prophet Mohammed hat früher immer an seinen Finger abgezählt und hat uns natürlich auch weitergegeben und als Vorschrift auch gemacht, dass wir, auch wir, Gebete nach unser regelmäßiges Gebet auszusprechen. Das sind dann dreimal die 33 Lobpreise, wie Subhanallah, Lobpreis an Gott, an Allah und dann Alhamdulillah, Gott sei Dank und Allahu Akbar bedeutet, Allah ist größer. Das hat er immer gemacht und natürlich auch damals von seinen Anhängern und auch heute von uns verlangt, dass wir das immer machen. Seine starke Aussage, was diesbezüglich sagt, ist, dass das Gebet die Hauptsäule des Glaubens ist, gibt uns auch zu verstehen, dass wir uns damit ständig beschäftigen sollen. Wenn ich deine Kette sehe, dann möchte ich auch meine Kette aus meiner Tasche herausholen. Auch wir haben in unserer katholisch-christlichen Religion den Rosenkranz, diese Kette. Auch die Perlen an dieser Kette dienen für uns auch immer wieder Gebete, Wiederholungsgebete zu zählen. Ich liebe dieses Gebet sehr. Wir beten es zum Beispiel bei den Franziskanern in Delves jeden Abend gemeinsam. Und es hilft mir, auch im Alltag immer wieder meine Aufmerksamkeit auf Jesus, auf Gott zu richten. Ich bin sehr froh, dass ich hier bei dir sein kann, Nejat, in der Moschee, und dass du uns über deine Vorstellungen vom Gebet im Islam erzählt hast. Ja. Mir ist natürlich klar, dass es manche Unterschiede gibt zwischen christlichen und islamischen Glauben, manchmal auch Widersprüche, und gleichzeitig sehe ich sehr viel Gemeinsames. Und etwas Gemeinsames ist mir auch heute wieder klar geworden, das Gebet ist in beiden Religionen sehr wichtig. Ja. Mohammed sagt, Gebet ist die Hauptsäule des Glaubens und Jesus sagt zum Beispiel, betet alle Zeit.